Herzlich willkommen. Wir sind nach wie vor hier am IAT an der gewohnten Stelle. Neben mir ist diesmal Hendrik Pfeiffer. Total schön, dich hier zu sehen. Nicht immer nur via Skype und was weiß ich, sondern auch mal wieder leibhaftig. Ja, das freut mich auch. Also ich bin immer froh, wenn die Maßnahmen jetzt lockerer werden, dass man wieder ein bisschen mehr diesen sozialen Kontakt hat und auch ja, wieder frei trainieren kann. Das war ja schon eine unangenehme Einschränkung. Auf jeden Fall. Wir hatten uns ja noch im Februar sehr intensiv. Ich glaube, da war ich den ganzen Tag bei dir gewesen, wo wir auch die Doku noch gemacht haben, gerade nach deinem tollen Erfolg in Sevilla, wo wir sehr intensiv, also schaut einfach Shownotes heißt das ja, ne, unten rein auf YouTube, dass ihr dann auch nochmal in die Dokumentation reinschaut, weil wir da schon das letzte ja, Dreivierteljahr relativ intensiv dich begleitet haben, was den neuen Versuch für Olympia 2020 angegangen ist. Und da lief Köln noch nicht so gut. Da war das Setting noch nicht so richtig rund. Du hast weiter hart gearbeitet daran und im Februar hat es ja alles gut hingehauen. Und ich glaube, das zeichnet eigentlich so dich so vielleicht in den letzten Jahren aus, dass du die verschiedenen Puzzleteile erstmal erkannt hast, die notwendig sind, um richtig gut zu performen auf Top-Level, ja, Top-Trainer. Aber es gehört halt auch ganz viele andere Aspekte dazu. Und damit hast du dann auch wieder die Olympianum geschafft, was ein Riesending ist, und ich glaube auch, du nach wie vor davon riesen, also noch gut zehrst, ja? Ja, absolut. Also klar, ich hatte in den letzten Jahren immer wieder Rückschläge, bin das halt auch gewohnt, jetzt damit umzugehen und immer was Positives daraus zu ziehen. Also durch die erste OP 2016, wo ich die Olympia-Quali dann ja schon hatte und Olympia trotzdem verpasst habe, da habe ich mir dann einen neuen Job besorgt oder ne, besorgen lassen. Das war auch ein ganz wichtiger Baustein, der bis heute Konstante geblieben ist, ne, sowohl Berufserfahrung als auch eine finanzielle Sicherheit, die mir das gebracht hat. Nach der zweiten OP kam dann mein Schuhmacher noch ins Boot mit, der Schuhorthopäde, der jetzt extrem wichtig für mich ist. Der hat jedes Paar meiner Schuhe, auch Freizeitschuhe, bearbeitet. Und das war im Grunde der entscheidende Faktor, dass diese Fersenprobleme bis heute dann eben jetzt verschwunden sind. Und so kam immer nach und nach dann ein Kontakt nach dem anderen hinzu. Auch nach der OP 2016 dann eben mein Partner da in Herxheim, Eisinger, der für mich da im Gesundheitsbereich einfach extrem viel gemacht hat und heute auch noch tut. Das ist für mich immer ein Rückzugsort für Trainingslager. Und ja klar, so bitter das auch immer war, so haben sich die Puzzleteile nach und nach zusammengefügt. Dann kam Ende 2019 mein Osteopath noch hinzu und so weiter und so weiter. Ne, bis eben heute jetzt ein Konzept steht, wo dann auch wirklich mal Leistungssprünge wieder drin sind. Ne? Also so ein 3-Minuten-Sprung war jetzt schon auch überraschend, auch für mich selbst. Aber es hat halt viel dann einfach auch zusammengepasst in den letzten Monaten. Ich habe vor Köln ja ähnlich gut oder noch besser eigentlich trainiert als vor Sevilla im Februar. Aber die Leistung hat da eben nicht gepasst. Da kam 2:15 raus. Das war mein langsamster Marathon überhaupt. Ja. Obwohl ich Vaporflies anhatte. Ne? Ja. Und 2020, dann dieses Jahr, also ein paar Monate später, hat dann alles gepasst. Da war ich 5 Minuten schneller. Ne? Da sieht man halt, wie viel so ein kleines Problem ausmachen kann, ne? Was ich da eben noch hatte. Da hat dann eben der Wind nicht mitgespielt. Die Pacemaker waren nicht so gut. Und in Sevilla war dann eben das alles perfekt. Und dann geht das halt. Ne? Aber es ist eine ganz akribische Arbeit, die erforderlich ist. Und die Lektion habe ich eben auch lernen müssen mit den Jahren. Ja. Unterm Strich natürlich harte Lehrjahre, ja, kann man vielleicht so konstatieren, aber vielleicht wärst du ohne diesen auch nicht an der Stelle, wo du jetzt halt so bist. Und jetzt dein neuester Partner, die Porridge-Geschichte, die lässt dir jetzt auch gleich einen guten Start in den Tag fabrizieren, oder? Ja, da bin ich echt froh. Ne? Also kam auf mich zu bei Instagram. Also da wird mir relativ oft immer gefragt nach Produkten. Da bin ich dann schon immer ein bisschen skeptisch. Ne? Also ich halte nicht immer irgendwas in die Kamera, habe dann mir das angeguckt, weil ich da genau eine Lücke hatte. Ne? Ich hatte auch Ende 2019 so ein bisschen daran gearbeitet, meine Ernährung mal ein bisschen umzustellen, weil ich habe mir halt echt immer so das Schokocroissant reingehauen morgens. War eine Schraube, an der ich halt bisher noch gar nicht gedreht habe. Und da wollte ich eh was machen. Da habe ich morgens dann meine Haferflocken reingezwungen. Also, mit Portion Zucker oder ohne? So habe ich es früher gemacht. Schon ohne. Also sollte schon gesund sein dann. Ja. Aber es war halt immer so ein bisschen widerwillig. Es hat mir jetzt halt nicht so geschmeckt. Und da habe ich gesagt, okay, wenn die jetzt mich fragen und das macht einen guten Eindruck, ist auch Porridge, was ohne Zuckerzusatz ist, gebe ich dann eine Chance und probiere das. Und das war halt echt geil. Ne? Also das schmeckt halt super. Lässt sich sehr, sehr schnell zubereiten, ja. Und ist für mich jetzt ein neuer, wichtiger Baustein. Ich habe ihn jetzt natürlich noch nicht erprobt in Wettkämpfen, weil es noch relativ neu ist, aber das ist halt genau diese Lücke, die ich morgens noch brauchte, dass ich mich halt wirklich auf Frühstück freue und nicht halt sage, boah, ich könnte jetzt auch was Geiles essen und haue mir jetzt irgendwelche Haferflocken rein, auf die ich jetzt nicht so richtig Bock habe. Und funktioniert sehr, sehr gut. Bin da jetzt neu an Bord, probiere ein bisschen aus und man kann da sehr viele Sachen noch zubereiten, kochen auch draus sogar, also, oder backen, was auch immer. Da experimentiere ich jetzt noch ein bisschen rum
Und ich denke schon, dass das für mich jetzt ein sehr, sehr gutes Ding ist und ja, kann eben auch empfehlen, das zu testen. Wurde ja halt auch mit dem Rabattcode ausgestattet. Also wer jetzt da ein bisschen vergünstigt. Wie viel Prozent? 15%. Ne? Wer jetzt ein bisschen reinschnuppern will, kann das halt gerne tun. Ich kann es empfehlen und ist für mich jetzt eine sehr, sehr nette Sache. Und ich denke schon, dass das auch nochmal sich auszahlt, dass man da einfach zumindest dann schon mal in der Woche 7 Mahlzeiten gesund hat, die ich halt sonst immer hatte, relativ semi-gesund, ne, mit Brötchen oder Wasser oder Croissants oder was auch immer. Das ist immer ein bisschen by the way, aber es ist trotzdem, wie gesagt, das zählt alles dazu und ist einfach wichtig. Ich meine, früh mit einem ordentlichen Frühstück zu beginnen, das hat natürlich auch eine gewisse Qualität, ja. Ja, ich wurde ja auch immer so ein bisschen auch von meinem Trainer schon mal so in die Richtung gestupst. Ja. Ich soll mal ein bisschen mehr darauf achten, aber hatte dann immer eben auch gesundheitliche Baustellen, habe mich dann immer erst darauf fokussiert, sodass das Training jetzt super rund läuft, also die Gesundheit super rund läuft, aber die Ernährung eben immer ein bisschen zu kurz kam. Da wollte ich jetzt ein bisschen gegensteuern. Ich hoffe, dass ich jetzt Richtung nächstes Jahr Olympia und auch 2024 Olympia da nochmal dann einen Sprung machen kann. Also das nächste Ziel ist ja jetzt eigentlich dann auch klar. So, ne? Also es sollte jetzt schon unter 2:10 gehen und dann ist halt deutscher Rekord jetzt auch nicht mehr so weit weg. Also ist jetzt nicht so, dass man den sicher macht oder auch mit links macht, aber das ist halt mein Projekt für die nächsten 5, vielleicht auch 10 Jahre. Ja. Kommen wir nochmal zu dem Schuh zurück. Du hast auch ganz klar konstatiert nach Köln, man muss den Schuh auch erstmal lernen zu laufen, ja, den Vaporfly. Das war einfach, das geht nicht von heute auf morgen, sondern das hat ein halbes Jahr gedauert, ja? Absolut. Also ich hatte den vor Köln natürlich jetzt auch sehr kurzfristig bekommen. Habe dann überlegt, soll ich jetzt das bewährte System laufen oder dann den neuen Wunderschuh probieren, der wie ich gut ist. Ne? Aber ich war ihn halt nicht gewohnt und dann habe ich mir halt Muskulatur zugelaufen, die ich sonst nicht hatte, die sonst nicht Probleme bereitet hat. Also ich habe, sag mal, stellt euch das vor wie ein Formel-1-Auto. Ja. Das kann man halt auch mit einem normalen Führerschein nicht unbedingt fahren, ne? Und muss man halt erst lernen. Und so ist das mit dem Schuh auch. Also der ist halt super gut, wenn man den beherrscht, ist er mit Sicherheit der Beste auf dem Markt. Aber wenn man ihn nicht beherrscht, kann das auch nach hinten losgehen. Und deswegen sollte man den anziehen schon ein paar Wochen, Monate im Voraus, auch bei dem einen oder anderen Long Run, der über 30 Kilometer geht, ja, weil da geht es halt erst richtig los. Und wie gesagt, das war für mich jetzt dann ein wichtiges Learning. Hat in Köln natürlich da auch dazu geführt, dass es dann jetzt nicht so rund lief, aber in Sevilla dann umso runder. Ne? Auch den Schuh habe ich bearbeitet. Warte, ich kann nicht, den habe ich ja hier. Ja, wir bringen den hier rüber, genau. Ich kann das ja kurz noch hier füllen, die Lücke. In Köln noch dran erinnern, wie du nach dem einen Tag vorher noch ins Hotel kamst mit dem neuen Schuh. Ich habe ihn dann auch nochmal angezogen und da sind wir so kleine Proberunden über das Foyer oder über den Gang gelaufen. Das war schon, ja, so ein verrückt. Ist das hier der Schuh davon? Ich bin ja für die Leistungsdiagnostik jetzt hier, weil wir jetzt hier auf dem Band halt auch Wettkampf simulieren oder Wettkampfschuhe simulieren. Ja. Und vorher war der halt nicht bearbeitet. Jetzt ist er halt. Oh Gott, das ist schwer. Ja. Nee, da ist noch Pappe drin. Ach so, okay. Aber hier geht es rum. Ja. Hinten ist der bearbeitet, ausgekleidet und innen drin ist noch eine Einlage. Ja. Und das war halt in Köln noch nicht. Ja. Und das war halt wieder mein Schuhmacher, der halt, ne, bis heute extrem wichtig ist. Genau. Und seitdem kann ich halt barfuß rein und konnte den Marathon am barfuß laufen. Und die Einlagen, sensomotorisch, wirken dann halt eben so, dass ich halt nochmal viel, viel sauberer laufe. Das war halt echt krass nach dem Marathon. In Sevilla. Also das ist hier diese Einlage hier oben. Das ist Zeug, das. Das wird von deinem Orthopäden, nicht Orthopäden? Nee, Schuhorthopäde sagt man auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie die korrekte Bezeichnung ist. Möller heißt der. Ja. Möller Münzer, also Schuhtechniker. Orthopädie und Schuhtechnik. Ja. Der macht das für mich. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor. Also auch krass war nach Köln, wo es ja muskulär halt nicht so rund lief. Als es nicht so rund lief nach Köln, da hatte ich halt 7 Wochen gebraucht, bis ich überhaupt wieder ein bisschen in Tritt kam. Und Sevilla konnte ich eigentlich schon nach 10 Tagen wieder laufen, obwohl ich viel schneller war. Und das heißt halt, die Laufökonomie war runder. Ja. Und das war schon krass mal zu sehen. Also, dass eigentlich der langsame Marathon viel nachhaltiger negativ gewirkt hat als der positive. Schnelle Marathon. Erstaunlich, also das Geheimnis von den Schuhen ist ja, warte mal, Hendrik, komm noch mal ein Stück hier zu mir, hier rüber. So, jetzt haben wir wieder ein gutes zentrales Bild. Ist ja die Carbonplatte, ja, die wie eine Art Feder oder wie kann man das nennen, ja, was macht die so richtig? Hast du das? Ja, ich halte noch entscheidender die Dämpfung, dass der Schuh wahnsinnig viel Schaum drunter hat und wahnsinnig stark gedämpft ist, ja, und sich deswegen extrem gut am Fuß anfühlt. Carbonplatte wird mit Sicherheit auch noch so ein bisschen Nutzen haben, indem die so ein bisschen so einen Rebound-Effekt hat, ja, dass die Energie vielleicht nach vorne geht, aber wieder, ich bin meinen langsamsten Marathon und meinen schnellsten damit gelaufen. Ja. Ne? Also das heißt nicht, dass wenn man einen Schuh anhat, man schnell rennt. Genau. Man muss nach wie vor das Training halt machen. Aber es ist mit Sicherheit vom Material her der beste Schuh auf dem Markt.
Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das der entscheidende Faktor ist. Aber ich würde jetzt nicht darauf verzichten wollen. Ne? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich da einen anderen Schuh rennen müsste, wäre das für mich schon erstmal wahrscheinlich ein Rückschritt. Also ich muss mal gucken, ne? Wenn es andere Schuhe, auch wenn Nike jetzt den Alphafly rausbringt, ob der Alphafly nochmal besser ist, wahrscheinlich schon. Ja. Den will ich natürlich auch testen, habe ich noch nicht. Aber wie das Material ist natürlich das im Moment das Beste auf dem Markt, denke ich schon. Ja. Ja, das mal noch kurz dazu. Interessant auch, dass du sagst, na gut, die Dämpfung, die halt so gut ist, die dich, wie kann man das nochmal beschreiben, dass die beim Aufsetzen, was macht die konkret? Ich kann es gar nicht so. Ja, man kann sich das so vorstellen, man spürt den Asphalt nicht so. Asphalt tut weh, ne? Also wenn du drauf läufst und das nimmt einem so ein bisschen den Schmerz. Also du hast halt nicht diesen extrem harten Kontakt auf der Straße. Es fühlt sich halt einfach ein bisschen angenehmer an, runder an zu laufen. Und diese Dämpfung, wie gesagt, ist halt, weiß nicht, vielleicht vergleichbar wie im Auto mit Federung. Ein Auto ohne Federung tut halt weh und ein Auto, was gefedert ist, federt halt auch irgendwie so ein bisschen härtere Untergründe ab. Okay. Ne, also so würde ich mir, oder so stelle ich mir das vor, wenn ich das erklären müsste. Aber das ist doch schon mal ganz gut verbalisiert. Ja, manchmal kann man ja das Gefühl auch gar nicht so einfach ausdrücken. Also ich habe jetzt einen besseren Einblick dazu. Ja, und jetzt war natürlich alles auf Olympia gerichtet. Du warst schon im Februar total skeptisch gewesen, wo viele noch so gesagt haben, naja, Olympia wird schon gehen und so weiter. Und jetzt ist er sogar schon 2021 so halb vakant, ja. Also die Zeiten ändern sich ja schnell und damit auch irgendwelche Absagen oder drohenden Absagen. Wie hast du momentan Ziel, wo du hinarbeitest? Was kannst du in dieser Zwischenphase überhaupt noch so für Ziele stecken? Weil ich glaube, du bist ein Mensch, wie ich dich kennengelernt habe, der klar das Ziel braucht, worauf trainiere ich hin, und wenn das nicht da ist, dann fällt es dir natürlich auch schwer, da irgendwie die Motivation zu haben. Ja, ich habe lange noch gehofft, als Olympia abgesagt wurde, dass ich New York Marathon rennen kann. Ich wollte dann mir schon einen Traum erfüllen, mal einen Boston, New York, die waren ja alle dann im Herbst oder auf Herbst verschoben. Das wurde jetzt dann vor kurzem auch abgesagt und da habe ich dann gesagt, dann ist meine Saison jetzt durch. Mache ich jetzt Saisonpause. Ich habe jetzt das Glück, dass ich offenbar in die Bundeswehr reinkomme. Dann hätte ich jetzt meine Grundausbildung im September. Das wäre dann schon mal ein sinnvolles Ziel. Also macht man das Beste halt aus dem Jahr jetzt. Mhm. Und jetzt geht es halt eigentlich darum, nicht dick zu werden und ein bisschen fit zu bleiben. Das ist bescheidene Ziele, aber geht jetzt halt nicht anders. Ich habe auch sehr darunter zu kämpfen, damit zu kämpfen. Ich hatte jetzt auch die letzten Monate im Training nicht mehr an die alten Trainingswerte anknüpfen können, weil ich echt viele Tage hatte, wo ich gesagt habe, ich weiß ja nicht, wofür ich es jetzt gerade mache. Ja. Ich bin dann teilweise extra, um mich selbst zu überlisten, mit dem Auto eine halbe Stunde rausgefahren zu einer schönen Strecke, um dann halt da auch zu laufen. Aber ich bin dann ausgestiegen, bin einfach zurückgefahren wieder. Und solche Tage, das hatte ich in meinem Leben noch nie. Und das ist im Moment passiert, das schon ab und zu mal. Und das ist schon krass. Also man muss da jetzt irgendwie Fokus wieder finden. Das gelingt mir jetzt wieder besser. Also ich hatte 2 Monate, die jetzt schon echt scheiße waren. Aber hier, das jetzt in Leipzig, hier mit der Leistungsdiagnostik, ist nochmal eine schöne Abwechslung wieder. Hat auch ein bisschen Wettkampfcharakter, mal dann wieder auf dem Band dazu stehen, mit der Maske im Gesicht und so. Ja, und dann muss man halt irgendwie durchkommen. Ich versuche jetzt immer noch meine 120 Kilometer zu machen. Das sind natürlich keine 180 wie sonst. Aber ich denke mal so, dann kommt man möglichst gut da durch, mache ich die Grundausbildung und dann nach der Grundausbildung Oktober dann wieder richtig anfangen. Und dann hoffe ich halt auf den Frühjahrsmarathon. Immer gucken, ob ich noch reagieren muss, falls ich nochmal verdrängt werde von dem Startplatz für Olympia, kann ja auch sein. Da müsste ich nochmal auf Zeit gehen oder ansonsten auf ein Event, vielleicht London. Aber also das war ja auch dies Jahr noch das Ziel, aber trotzdem, also in London zu laufen, aber trotzdem finde ich das erstaunlich, dass du auch jetzt das so ehrlich ansprichst, im Auto zu sitzen, rauszugehen und sagen, oh nee, ich habe überhaupt keinen Bock. Du siehst halt jetzt vielleicht ein bisschen deine wahre Motivation, warum du es machst. Ich mag natürlich das Laufen, aber auf dem Niveau, wo wir es machen müssen, ist es halt auch eine Quälerei. Und das, was ich brauche, sind halt Wettkämpfe, ist halt dieser Leistungssport, das sich messen, das ist halt meine Hauptmotivation. Ich brauche Wettkämpfe. Wenn mir die Wettkämpfe genommen werden, dann fehlt ja ein extrem wichtiger Antrieb und das ist schon schwierig. Ja. Und deswegen, so jetzt, ich glaube, jetzt in dieser Phase werden halt so wahre Champions gemacht. Wer jetzt schafft, halt trotzdem durchzukommen und immer noch fit zu bleiben, der ist halt auch verdient dann oben. So, und das ist jetzt halt so mein Antrieb, den ich mir nehme. Aber ohne Wettkämpfe fehlt mir natürlich der ganz entscheidende Faktor, warum ich halt überhaupt so viel laufe. Sonst, wenn ich normal halt keine Wettkämpfe mehr hätte und nur Spaß laufe, dann würde ich halt 3-4 Mal rausgehen die Woche, würde es halt genießen, aber 3-4 Mal, da kommt man natürlich nicht weit mit, wenn man auf Leistung geht. Ja. Und jetzt hast du es gerade schon gesagt, jetzt war ein kleiner Wettkampfersatz hier die Woche am IAT, was so, glaube ich, auch noch nicht existierte und gegeben hat. Ja. Und glaube ich auch eine coole Abwechslung war. Hier war eine riesen Gruppe, ja, Alina Reh, also jeder war hier irgendwie da.
gefühlt zumindest. Und hat sich hier, hatte ein Hotel und alles, was vom DLV so organisiert war. Jetzt ist die Woche fast rum, wie ist so dein Resümee? Und dann müssen wir natürlich auch nochmal auf die kleinen Wettkämpfe eingehen, wie es gelaufen ist, ja? Ja, ich fand das eine sehr gelungene Sache. Sonst waren wir halt immer in Leipzig zum IRT einen Tag oder hingefahren. Dann hat man einen Tag LD gehabt und ist dann am selben Tag noch zurück abends gefahren. Also 5 Stunden, 4 Stunden Anreise. Ja. Das hat man immer so gemacht. Aber es war halt dann immer irgendwie so ein bisschen unentspannt. Ne? Und das war jetzt cool, weil jetzt hast du jeden Tag halt so eine Challenge gehabt. Wir mussten am ersten Tag dann den Sprinttest machen. Am zweiten Tag den 4x4 Kilometer Stufentest. Dann 2000 schnell. Andere haben dann diesen Abbruchtest gemacht, der auch extrem hart ist. Und dann heute nochmal einen Dauerlauftest. Also es gab halt jeden Tag so eine Aufgabe, die wir machen mussten. Und das war cool. Du hast alle Leute hier, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Gerade durch Corona ist man da ein bisschen auseinandergekommen. Und das war echt gut, auch was das Teambuilding anging, so vom DLV. Auch die Trainer waren hier, man hat sich mal wieder richtig gesehen und konnte halt so ein bisschen das mit dem Hotelzimmer dann eben auch entspannter machen alles und entspannter gestalten. Ich habe hier in Leipzig ja einige Leute auch, die ich kenne. Da haben wir uns ja hier auch noch von euch das Larasch-Projekt angeguckt, ne, wo dieses Trainingslagerzentrum entsteht und so weiter. Also es war eine echt gelungene Sache und würde mir wünschen, wenn das in diesem Rahmen auch in den nächsten Jahren stattfindet. Ist natürlich eine finanzielle Sache. Jetzt durch Corona hat ja viel nicht stattgefunden, deswegen sind ein paar Gelder noch da, die jetzt eben dann auch hierfür verwendet wurden. Aber wie gesagt, jetzt gerade hat der Thomas 30-AK-Bundestrainer nochmal so ein Trainingsprotokollsystem uns vorgestellt. Also so viele sinnvolle Sachen haben wir jetzt eben miteinander verbunden und das fand ich gut. Ja, was die Wettkampf-Feeling anging, ich musste halt am Dienstag diese 4x4000 machen und die gleiche Stufe laufen wie in absoluter Topform. Und ich habe jetzt halt, wie ich in den letzten Monaten, ein bisschen Probleme gehabt. Ja. Deswegen hat das für mich auch einen kompletten Wettkampfcharakter. Ne? Die letzten 4 Kilometer waren dann 2,53, die wir machen mussten. Da war ich mir halt echt nicht sicher, ob es reicht, aber hat dann geklappt, zum Glück. Aber also der Wettkampf-Ehrgeiz, der ist nach wie vor da, ja? Ja, schon. Also das macht mir auch Spaß. Ne? Und dann, aber stand halt Olaf vom IRT hier mit dem Eimer und so schon daneben. Ich wurde noch festgeleint, falls ich vom Band falle. Ja. Und so. Und das sind halt diese Extremsituationen, die sonst eigentlich nur im Wettkampf hast. Und deswegen fand ich das geil, hat Spaß gemacht. So. Und die 2000 Meter da im 3000 Meter Wettkampftempo und so, das sind da schon dann anspruchsvolle Sachen, gerade wenn man jetzt eben nicht die Form hat. Deswegen fand ich das jetzt auch so sportlich herausfordernd und hat mir Spaß gemacht. Ja, und dann auch wieder sehr positiv, dass es halt funktioniert hat. Ne? Wir hatten uns ja schon am Montag zum Mittag gesehen, da hast du schon gesagt, hier 4x4, das ist schon hart. Ja. Mein Coach war sich ja nicht sicher, ne, ob es reicht, aber deswegen der kennt mich ja meist, dass ich das halt mag, wenn es herausfordernd ist und dann hat es halt geklappt. Und wenn nicht, wäre es jetzt auch nicht schlimm. Also man hat ja dann die Werte trotzdem. Deswegen cool, hoffe ich, dass nächstes Jahr wieder ist. Und du hast gerade schon gesagt, ne, ihr hattet endlich mal ein bisschen Zeit auch mal hier abseits von Leipzig mal eine kleine Tour zu machen und da schalten wir doch gleich mal rein, denn wir als Larasch haben da ein bisschen was vor, was nicht immer nur online ist, sondern auch mal einen wunderbaren Offline-Charakter hat und Hendrik, also wir schalten mal kurz zu Hendrik, wie er das erlebt hat. Servus Hendrik, wir sind heute mal in Thalbürgel gewesen, ich mache nur mal kurz einen Schwenk, damit man sich das ungefähr vorstellen kann. Ich habe dich heute mal probiert, hier ein bisschen rumzuführen. Was sagst du zu unserem kleinen Projekt von Larasch hier? Das ist sehr vielversprechend, sieht das aus. Vor allem die Laufstrecken, die wir jetzt gerade abgefahren sind, bieten viel. Hat viel Mix aus Asphalt, aus Waldwegen, aus Feldwegen. Also ich glaube, da ist alles dabei. Gerade wenn man jetzt in Kenia war, wie ich, noch im März, sieht man da einige Parallelen. Das ist ein bisschen profiliert. Es gibt aber auch Strecken, die da ein bisschen flacher sind. Also diese Abwechslung, die Region bietet, sieht für mich sehr, sehr gut aus. Kann mir sehr gut vorstellen, hier dann, wenn das alles fertig ist, noch ist ja das Baustadium erreicht, ne, dass wir dann auch hier hinkommen. Vor allem zum Abschalten einfach. Ne? Wenn wir da in der Vorbereitung sind und einfach mal 1-2 Wochen unsere Ruhe haben wollen, ins Grüne, ins Beschauliche wollen, dass man dann einfach mal hier hinkommt und das nutzt. Auch die Planung ist sehr, sehr gut, gerade hier in diesem Komplex, wo dann später die Athleten auch drin sind, mit Küche, mit Sauna sogar, mit Regenerationssachen. Das sieht für mich sehr, sehr vielversprechend aus und ich würde mich freuen, wenn das dann fertig ist, vielleicht sogar als einer der Ersten auch hinzukommen und das alles auszutesten. Ne? Das sind tolle Optionen, die dann einfach nochmal entsteht hier, quasi vor der Haustür im eigenen Land, wenn man mit wenig Aufwand raus will. Würde ich mich freuen, wenn das so weitergeht und alles wie geplant dann umgesetzt wird.
Wie geil, und wir haben ihn nicht bestochen dafür. Hammer. Sehr gut. Na gut, dann schauen wir mal, wer noch hier alles zu Gast sein will. Ich sag mal so, es ist jeder herzlich willkommen, weil wir machen es ja eigentlich für die Sportler. Von daher, wir gucken jetzt noch mal rum. Wir fahren jetzt noch auf die Olympiastrecke von damals, Trainingsstrecke von Olaf Ludwig. Und die schauen wir uns noch an und dann ist der Tag vorbei. In dem Sinne, ahoi, ja? Ciao, ciao. Ja, das war der kleiner Einblick aus den Trümmern wieder hier zu geordneten Strukturen, grüner Rasen statt Beton. Hendrik, 2 Tage danach, hast du das, wie ist dein Gefühl, wenn du auch mal drüber geschlafen hast und so weiter, was wir da vorhaben, was da entstehen soll? Ja, ich habe das natürlich auch meinem Trainer, meiner Gruppe so ein bisschen gezeigt oder auch berichtet vor allem. Ja. Gestern war der Bundestrainer ja noch da, ja. Hat sich's angeguckt, halte ich für eine sehr spannende Sache, also ich finde es cool, dass sich da so ein Rückzugsort wieder ergibt für uns Athleten, ne, der nicht so weit weg ist, weil wenn wir ins Trainingslager fahren, ist das meistens sehr international, dann fliegt man da ewig hin und ist lange unterwegs und das ist ja wirklich eine Sache, ähnlich wie in Herxheim, wo ich halt auch öfter bin, wo man da einfach mal hin kann für eine Woche, für 2 Wochen, wenn einem irgendwie das alles auf dem Deck auf den Kopf fällt und man einfach mal wieder ins Grüne auch will, das ist auch schön, dass man da rausfährt. Und vor allem die Strecken, die ich da gesehen habe, die sind cool. Ne? Also du hast Asphalt, wenn du willst, komplett. Du kannst aber auch komplett auf Wald- oder Wanderwegen laufen. Und das ist so ein Mix, den wir brauchen. Ne? Also ich möchte natürlich die schnellen Dauerläufe auf Asphalt machen, aber möchte auch viel eben auch ausweichen, weil das eben nicht so gut wie Knochen ist, und dann auf dem Waldwegen laufen. Vom Streckenprofil erinnert das sehr an Kenia, also sehr profiliert. Aber es gibt eben auch dann wieder ein paar Abschnitte, die flach sind, wenn man das will. Deswegen also es ist sehr, sehr abwechslungsreich. Und auch diese alte DDR-Radfahrerstrecke, die ist natürlich cool. Ne? Das ist eine 4 Kilometer asphaltierte Runde mitten im Wald, irgendwo im Wald und mit Beleuchtung. Also haben damals die DDR-Radfahrer dahingesetzt, um da irgendwie zu trainieren. Und die ist heute noch da. Und das ist natürlich dann für Tempo-Dauerläufe eine sehr, sehr gute Sache. Und ja, ich denke auf jeden Fall von den Wegen gibt das eine Menge her. Und die Unterkunft, die er da geplant hat, ne, die ist jetzt natürlich noch ein Rohbau. Also dauert noch ein bisschen, bis es steht. Aber die Planung war auch gut. Ne? Da hat er schon echt mitgedacht, dass wir da diese freistehende Küche haben, ja, wo man eben auch mit mehreren Athleten gleichzeitig kochen kann, wo man den Kraftraum drunter hat, auch vielleicht diese Entspannung. Wir machen dann große Kochshows, ne, mit euch, ja? Ja, das hat er auch erzählt, dass er da was plant. Aber ja, gesunde Ernährung ist jetzt ein bisschen Thema bei mir geworden. Umso interessanter ist das eben auch. Und mit dem Entspannungsraum finde ich natürlich auch super, ja, ne, dass du da mit der Sauna und Entspannung ein bisschen Wellness und Erholung machen kannst. Deswegen also sehr vielversprechend und ich freue mich dann, wenn es dann wie steht. Hat er einiges auch reingesteckt an eigener Initiative, ne, der Dirk. Und dann ab nächstem Jahr ist es mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Option für uns. Ja, und gerade weil du schon selbst sagst, ne, dass auch mal so eine Streckenalternative und so weiter immer mal nett ist, ja, dass man nicht immer dieselben läuft und dass das auch immer wieder mal eine Motivation hat, woanders lang zu laufen, andere Rhythmen zu haben. Ja. Sonst kennst du ja jeden Quadratzentimeter bei dir, ja. Und gerade auch, dass das natürlich dann auch günstig angeboten wird, ja, ist vielleicht auch für junge Athleten interessant, ne, die sich jetzt nicht die großen Kenia-Trainingslager leisten können, dass man da einfach mal für geringes Geld rauskommen kann und ein cooles Trainingslager macht. Das finde ich schon ein super Ansatz, hilft uns Sportler natürlich extrem. Ne? Ist ja jetzt gerade in Corona-Zeiten fehlen ja noch mal ein paar Gelder. Und dann ist das nächstes Jahr sicherlich eine sehr, sehr gute Sache. Genau, also noch müssen wir uns ein bisschen gedulden, bis das soweit ist. Aber wir halten euch jetzt schon auf dem Laufenden, das ist klar. Und freuen uns auch, wenn das so gut angenommen wird, dass die Idee erstmal so verstanden wird und für gut befunden wird. Du hattest gerade noch, also eine Sache noch, diese Holzlandrunde, das müssen wir jetzt hier noch mit auflösen. Und zwar Hintergrund ist vom RSV Gera oder sowas, irgendein Radsportverein, hat da in den 80er Jahren, ich weiß nicht genau wann, aber Olaf Ludwig ist ja Geraner, was sagt man das so? Gera? Klingt irgendwie auch komisch. DDR-Größe. Und für ihn so, ist jetzt so die neue Logik dahinter, wurde dann eine 4-Kilometer-Runde mitten in den Wald gebaut, natürlich für die Trainingsgruppe. Und die ist beleuchtet und dann konnte man natürlich auch im Hochsommer, sehr schattig und so weiter gelegen, ganz gut trainieren. Ist natürlich auch aus Trainerperspektive angenehm für einen Radfahrer, da alle 4 Kilometer den zu kontrollieren. Man muss nicht ständig mit dem Auto irgendwie auf öffentlichen Straßen hinterherfahren, hat Ampeln, gefährliche Situationen im Straßenverkehr, sondern ist dort eigentlich sehr ruhig, hat seine Ruhe, die Zeit und die Watte haben gezählt. Ja, das ist schon cool und das auch so zu adaptieren, zu sagen, kommt, wir machen jetzt hier den richtigen Dauerlauf, der schnell ist und man hat nicht Probleme irgendwo mit Radfahren oder irgendwas zu machen. Das ist schon... Das soll jetzt keine Lobeshymne auf die DDR sein. Ne? Nein. Da wurde natürlich viel Unsinn gemacht auch, aber was so Infrastruktur angeht und so, da haben die natürlich schon ziemlich gute Sachen auch ins Leben gerufen. Ja. Ne? Und deswegen
Und vielleicht kriegen wir es noch hin, dass auch die Beleuchtung dann wieder läuft. Ja? Also die Lampen stehen ja noch da und vielleicht gibt es da irgendwo noch einen großen Schalter. Irgendwo. Der kann man reaktivieren. Das hat er gesagt, Herr Dirk. Ja, 2013 war das letzte Mal an, das haben wir mitbekommen. Aber wir finden das noch raus, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Okay, ich fand, einen Aspekt hast du noch gesagt und zwar... Bundeswehr, ja. Das ist ja so für viele Sportler dann auch gerade ja, Zielstellung, ja. Jetzt hat es bei dir geklappt. Wie viele Anläufe hast du gebraucht und wie euphorisch oder wie glücklich bist du jetzt damit? Ja, ich bin natürlich sehr glücklich, dass es geklappt hat. Das ist für mich jetzt der Schritt zum Profi, den ich noch machen kann. Ich war jetzt immer noch ein bisschen eingebunden in vielen Bereichen und das ist natürlich dann der nächste Schritt. Gerade jetzt, wenn man nochmal unter 2:10 gehen will, dann schaffst du es halt nicht mehr, wenn du nebenbei noch zu viel machst. Und das hält dann einen den Rücken eben frei. Perfekte Sache eben jetzt für Leute, die sehr ambitioniert sind. Ich würde aber trotzdem, wenn ich es nochmal machen würde, meinen Weg so gehen, nach wie vor so machen, dass ich im Unternehmen arbeite, lange, bis man wirklich ein gewisses Level hat. Also mit meinen 2:13 habe ich zwar auch schon mal versucht, in die Bundeswehr zu kommen, aber habe mich dann aber immer auch umentschieden und wollte dann ganz gerne da bleiben noch im Unternehmen. Aber mit 2:10 bist du halt auch langsam auf dem Niveau, wo du dann halt wie ich 100% Profi sein musst. Ja. Und das möchte ich jetzt machen. Ich habe meine besten Jahre jetzt vor mir, ja. Ne, hoffentlich. Und dann ist das jetzt der perfekte Zeitpunkt, gerade jetzt im Corona-Jahr die Grundausbildung zu machen. Da hat man dann ja sonst eben eigentlich nicht die Zeit zu. Oder ne, da hat man dann schon Herbstmarathon, der ansteht. Insofern muss man irgendwie wieder das Positive rausziehen. Und das ist mir jetzt dann eben mit der Bundeswehr gelungen. Wie lange ist dein Vertrag? Wie kann man das so sagen? Ist das noch nicht ganz schriftlich, nicht alles noch nicht ganz fest, aber jetzt nur eine mündliche Zusage. Aber ich weiß nicht, 2 Jahre und dann immer 1 Jahr oder so. Also man muss sich halt schon immer wieder neu beweisen, aber man fällt jetzt auch nicht sofort raus, wenn man da mal ein Jahr schlecht hat. Und du fängst dann als nicht mal Gefreiter an. Du musst die Grundausbildung erstmal machen, 3 Monate und dann. Nee. Die ist verkürzt. Ja. Also das ist für den Sportler ein bisschen verkürzt, weil wir uns ja immer auf den Sport auch konzentrieren müssen, aber ansonsten. Ja, halten die einen schon den Rücken sehr frei. Ne? Das ist schon, sag mal, wer ist alles drin? Ne? Ich glaube, Gläser ist drin, also ein Großteil der Top-Athleten, Mocky war drin und so. Und die haben alle sehr positiv darüber gesprochen. Ja, wir werden dich wieder dazu befragen, wie es dir ergangen ist in den ersten Wochen Bundeswehr und mit, ich weiß nicht, was. Ne? Wir machen ja zusammen jetzt die Grundausbildung mit Alina. Ach du, na, das ist doch schon mal was, ja? Das hilft doch ganz lustig. Ja. Weißt du, wo die ist, die Grundausbildung? Weißt du schon? Ja, in Hannover. Ja, dann da kennst du ja auch schon die Straßen und kannst doch mal schnell laufen. Okay, na dann sind es doch eigentlich so, trotz dieser ganzen Krisensituation, was das Sportliche betrifft, eigentlich gute Nachrichten. Ja. Und das muss man ja schon erstmal so auch immer wieder hinbekommen, dass es immer wieder den Strohhalm gibt, wo es wieder weitergeht, wo du die nächsten Schritte gehen kannst. Was steht jetzt trotzdem so unmittelbar an? Du hast jetzt gesagt, okay, Bundeswehr ist das nächste Thema. Jetzt hast du hier wahrscheinlich ein bisschen wiedererwartend auch eine ganz gute Performance gezeigt jetzt hier am IAT, wo du auch Geschwindigkeiten gelaufen bist, die du dir vielleicht gar nicht so zugetraut hast. Was machst du jetzt als nächstes? Hast du dir noch irgendwo ein Ziel genommen? Irgendwas, was krasses? Willst du irgendwo ein Strava-Segment dir holen? Oder ich weiß nicht was, ja? Also ich habe jetzt erstmal Saisonpause jetzt wirklich gemacht und halte mich natürlich weiter fit, aber... Es gibt jetzt erstmal kein Ziel für mich. Das nächste Ziel wird irgendwann im nächsten Jahr sein, sportlich. Deswegen muss man da jetzt irgendwie durchkommen, dass man schnell auch wieder auf einem vernünftigen Niveau ist. Ansonsten, es gibt ja ein bisschen jetzt diese Idee, da bist du ja auch mit drin, mit den Challenges von Larasch, dass man da vielleicht was aufzieht, ne, dass wir da so virtuelle Herausforderungen machen, also auch mit Freizeitleuten. Also jeder kann da mitmachen, ist ein bisschen noch in der Planung, aber damit beschäftigen wir uns jetzt auch ein bisschen. Ansonsten mache ich erstmal Urlaub. Und dann, ja, Oktober dann wieder sehr strukturiert, vielleicht auch wieder mit Trainingslagern. Ja. Kenia steht zur Debatte. Muss man gucken, wie sicher das da jetzt im Moment ist, weil da wurde ja auch ein bisschen geplündert, wie ich gehört habe. Aber ich bin ja eh immer ein bisschen vorsichtig bei Afrika und wahrscheinlich ist es dann gar nicht nötig, so vorsichtig zu sein. Deswegen vielleicht Kenia und dann nächstes Jahr hoffentlich wieder ein vernünftiges, geregeltes Sportleben. Da drücken wir die Daumen. Noch ein Wort. Ich meine, ich habe ja auch eure Trainingsgruppe ja hier so kennengelernt in den letzten Tagen. Das ist ja schon eine ganz, ganz coole Gemeinschaft. Ne? Das musst du ja schon mal sagen. Und hat sich da auch in Wattenscheid in den letzten Jahren schon viel getan. Und ihr seid da auf einem guten Weg, auch speziell mit Tono zusammen. Ich kann jetzt da nochmal was dazu sagen, weil ich das schon als einen guten Spirit und so weiter wahrgenommen habe. Ja, ja, ich denke schon, dass es im Moment die Gruppe ist, ne, wenn man irgendwo nach vorne kommen will, in die man gehen muss. Also der Spirit ist halt,
Wahnsinn, ne? Also es sind alles super gute Freunde und man hilft sich halt gegenseitig. Ist halt auch wirklich lustig, also auch bissig geht zur Sache. Also es gibt dann schon viele Sprüche, die geklopft werden. Das gehört dazu, aber ist auch lustig dann. Aber ja, gerade zu Amanal, Tom, Nils, auch jetzt die alle hier sind. Das, Max Torwirt ist jetzt nicht für uns im Verein, aber ist auch Teil der Gruppe. Das ist perfekt. Also es ist die Gruppe, die ich mir immer gewünscht habe. Und wir haben ja lange gearbeitet, dass sie alle so zustande kommt. Und Tono ist ja eigentlich jetzt bald in Rente, aber macht dann eben den Marathon weiter. Da sind wir auch sehr dankbar für, weil das natürlich der beste Trainer ist, den du in Deutschland haben kannst, auch gerade im Marathon. Deswegen, das ist die Gruppe, die einen Weg in die Spitze bringt. Und deswegen bin ich sehr froh, da Teil zu sein. Kannst du, und es hat sich, wie gesagt, auch durch viele Konsequenz, Hartnäckigkeit und so weiter da gut ergeben. Also ja, auch nochmal da mein Respekt vor diesem Weg in den letzten 5 Jahren, den wir mit dir auch gegangen sind. Und hoffen wir, dass, ja, das kann man nur immer wieder nur sagen, ne? Man kann es nicht ableiten, was passieren wird. Man kann es halt nur hoffen, dass Olympia nächstes Jahr irgendwie stattfindet. Und wenn, dann vielleicht auch mit einem Alternativkonzept. Aber das werden wir alles sehen, können wir jetzt nicht beantworten. Wir haben eine ganze Menge an Fragen beantwortet. Danke dir für die Zeit und komm gut wieder nach Wattenscheid, ja? Und dann auf bald. Danke.